Jerome Powell hat heute praktisch die Aussage verweigert, könnte man sagen, bei seiner Anhörung vor dem US-Abgeordnetenhaus, denn er hat im Grunde genau dasselbe gesagt, was er bei der Pressekonferenz Ende Januar nach der letzten FED-Sitzung gesagt hat. Seitdem ist aber doch einiges passiert. Wir haben bessere Arbeitsmarktdaten gesehen mit stark steigenden Stundenlöhnen, wir haben höhere Inflationsdaten gesehen, CPI, höhere Erzeugerpreise, die PCE-Verbraucherpreise in der Erwartung aber auch ziemlich heiß. Hätte man irgendwie was dazu sagen können? Nein, hat er nicht. Er hat nur gesagt, eben diesen zentralen Satz, wir haben noch nicht das Vertrauen, dass wir die Zinsen senken können, was damals Ende Januar bei der Pressekonferenz nach der FED-Sitzung die Märkte ja so ein bisschen geschockt hatte, war, als Paul sagte, naja, Zinssenkung im März unwahrscheinlich. Damit haben sich die Märkte längst arrangiert. Selbst der Mai wird nicht mehr erwartet, sondern die Erwartung verschiebt sich jetzt auf Juni, vielleicht sogar Juli. Macht aber nichts, denn wir haben ja KI. Da kann ja kommen, was will an der Zinsfront. Wenn eben KI weiter hausiert, dann macht das nichts. Wenn weiter die Werte Apple, Tesla und Google schwächeln, dann wird Nvidia eben die Märkte retten. Hier sehen wir nochmal die Aussagen von Paul. Das war wirklich nichts Neues. Alles praktisch im Wortlaut. Und damit hat er im Grunde die Aussage verweigert, denn er hat sich nicht zu den neuen Entwicklungen geäußert, die seit Ende Januar der Fall waren. Will wahrscheinlich Zeit gewinnen, will sich möglichst wenig festlegen in die eine oder andere Richtung. Und dementsprechend hat das auch nichts geändert, etwa bei den Zinssenkungserwartungen. Die erste Zinssenkung, hier sehen wir die Juli Fed Fund Futures. 55% Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen dann sinken, 30%, 31% etwa, dass sie nicht die Zinsen senken werden. Und ein Analysehaus sagt hier, naja, Capital Economics ist das, wahrscheinlich waren ja diese Januardaten nur Noise, also nur Lärm in Sachen Inflation. Das werden wir nächste Woche wissen bei den anstehenden Inflationsdaten, die dann am 13. kommen, also genau in einer Woche, wenn ich das richtig sehe. Und diese Inflationsdaten werden zum Vormonat erwartet plus 0,4% oder plus 0,5% in der Headline CPI. Also so richtig scheint die Inflation auch nicht vorbeigegangen zu sein, sodass möglicherweise das eben nur doch kein Lärm gewesen ist, was wir da im Januar an den, bei den Inflationsdaten gesehen haben. Jetzt auftritt Mohamed El-Erian, der sagt ja, wir werden 2 bis 3 Zinssenkungen in diesem Jahr sehen. Wenn wir gar keine Zinssenkung sehen, dann wäre das etwas, was die Wirtschaft deutlich schwächen würde und die Earnings, also die Gewinne der Unternehmen, deutlich schwächen würde. Denn dann würde das Geld ja teuer bleiben. Die Märkte seien increasingly worried about that. Also die würden sich zunehmend Sorgen machen. Hat man nicht den Eindruck, gestern ging es ja massiv nach oben. Dann haben wir einen Rebound gesehen, kurz vor Handelsschluss in den USA. Dann haben wir wieder mal das berühmte Overnight Gap gesehen. Also die Märkte sind vorbörslich gestiegen. Das ist das Muster, vor allem eben getrieben wieder von Nvidia und den Konsorten. Und so sieht es aus, als würde die Fed-Politik überhaupt nicht mehr die Märkte beeinflussen. Die Trader, so ein Analysehaus, seien mehr fokussiert auf den fiskalischen Stimulus und das potenzielle Defizit oder die Geschichten mit diesen US-Defiziten, die hier immer nachhaltiger werden. Glaube ich nicht. Die Zinsfrage ist nach wie vor wichtig, aber sie wird eben übertüncht. Und das ist eben jetzt diese Gretchenfrage, wie lange geht das gut? Wie lange kann Nvidia diesen Markt nach oben treiben, so wie das heute auch wieder passiert, diese KI-Euphorie. Und hier sehen wir mal, was ein ehemaliger Microsoft-Engineer gesagt hat, nämlich, dass dieses von Microsoft kreierte KI-Tool Violent Sexual Images kreiert und Copyright-Rechte ignoriere. Und er sagt, da habe ich die Firma mehrfach darauf hingewiesen, die reagieren einfach nicht. Die Konsumenten und vor allem die Investoren stört es auch nicht. Wir sehen hier nochmal diese Anfragen über Google AI Stocks. Das geht weiter ungebrochen nach oben, obwohl eben da ein Rattenschwanz an juristischen Problemen dranhängen kann und wird sehr wahrscheinlich in Sachen KI. New York Times hat er zum Beispiel hier schon Klage eingereicht, weil ihre Inhalte eben verwendet werden bei der KI.
Und wenn wir nochmal zurückkommen jetzt zur Fed und zur Inflation, dann sehen wir, dass die Benzinpreise in den USA jetzt so hoch sind wie seit November nicht mehr. Das geht also jetzt konstant nach oben, nachdem wir zum Ende des Jahres und Spätsommer dann immer tiefere Benzinpreise gesehen haben, geht das Ganze wieder nach oben. Wir haben heute die Lagerbestände für Öl gehabt, die deutlich geringer ausgefallen sind. Die Lagerbestände nämlich, dementsprechend der Ölpreise weiter nach oben gegangen. Also Energie wird jetzt nicht mehr der Inflationshemmer sein bei den nächsten Zahlen im Februar, wie das ja lange der Fall war, dass sinkende Energiepreise eben dann die Inflation nach unten gebracht haben. Wir haben heute ADP-Arbeitsmarktdaten gesehen, minimal schwächer. Wir sehen, dass die Job Changers, also diejenigen, die ihren Job wechseln, jetzt schon höhere Löhne wieder einfordern können. Ob das ein neuer Trend ist oder nur der Abwärtstrend erstmal gestoppt ist, wird sich zeigen. Die Daten waren praktisch wie erwartet, gelten ja als Vorausschau so ein bisschen für die großen Arbeitsmarktdaten, die ja dann übermorgen am Freitag kommen. Bei den JOLTS, die heute kamen, also die Zahl der offenen Stellen, der angebotenen Stellen, sehen wir, dass wir dann Ticken besser waren als erwartet, aber auch nicht wirklich der Rede wert. Nach wie vor sehr viel mehr offene Stellen als offiziell Arbeitssuchende. Aber hier sehen wir, dass die Quits Rate gefallen ist auf den niedrigsten Stand seit August 2020. Also diejenigen, die ihren Job verlassen, weil sie sagen, naja, dann nehme ich einen anderen Job an, da werde ich bestimmt mehr Geld verdienen. Also kündige ich da mal. Das geht so ein bisschen zurück. Und gestern war auffällig, dass die Märkte gefallen sind, obwohl wir wirklich schwache Daten gesehen haben. Factory Orders, also Industrieaufträge, and Durable Goods waren relativ schwach. Wir haben den ISM-Service gesehen, der etwas schwächer war als erwartet. Aber die Märkte sind dann nach einem kurzen Hurra. Normalerweise freuen sich die Märkte in letzter Zeit ja über schlechte Daten, weil es heißt, dass die Zinsen früher sinken könnten. Gestern war das nicht der Fall. Erst zum Handelsende dann diese Erholung. Aber der Nasdaq dennoch mit dem schwächsten Handelstag, nämlich der Nasdaq 100, seit Oktober 2023. Hier sehen wir nochmal rechts das, was heute passiert ist bei den großen Tech-Werten. Wir sehen, eine Apple war im Minus, habe ich jetzt gerade, als ich zur Aufnahme geschritten bin, gesehen, dass die sogar ins Plus wieder gedreht ist, aber war eigentlich die ganze Zeit im Minus. Tesla ist im Minus, Google ist im Minus, also die drei Verdächtigen, die ohnehin schwächeln, die drei toten Generäle, wie ich heute im Videoausblick formuliert hatte. Links sehen wir nochmal die Nvidia, die heute wieder 3% gestiegen ist. Meta ist im Plus, also Amazon im Plus, Microsoft hat es ins Plus geschafft. Also hier sehen wir die Rangfolge, dieses Aufbrechen der Magnificent Seven. Und Sven Hendrik sagt deswegen zu Recht, also wer Anfang Januar gesagt hätte, Apple wird 11,7% dann am 6. März im Minus sein, Google wird 6% im Minus sein, Tesla sogar 28,5% im Minus sein. Wenn er das gewusst hätte, hätte er gesagt, na, da gehe ich doch short auf den Nasdaq. Aber genau das hat nicht funktioniert. Er ist nämlich seit Jahresbeginn um 6,3% gestiegen. Ende des gestrigen Handelstages, wo der Nasdaq ja 1,8% verloren hatte. Also jetzt sind wir dann schon wieder ein bisschen höher bei der Geschichte. Nvidia mal eben 78,87% gewonnen. Heute kommt dann noch ein bisschen was drauf. Tesla dagegen hat verloren. Wir sehen, wie spürbar Elon Musk jetzt in sehr kurzer Zeit gealtert ist. Heute dann Morgan Stanley hatte das Preisziel, das Kursziel für Tesla runtergenommen von 345 auf $320, nach meinem Empfinden immer noch über dem aktuellen Kurs. Wie lange Grünheide jetzt nach dem Anschlag außer Betrieb bleibt, ist völlig offen. Jedenfalls senken Analysten ihre Absatzerwartung. Vielleicht ist der Elöhne auch froh, dass weniger produziert wird, denn der Markt scheint es gar nicht herzugeben. So viele Autos, die der Elöhne produzieren wollte, die werden gar nicht verkaufbar sein, weil die Nachfrage nach E-Fahrzeugen eben deutlich abgeschwächt ist. Und wenn wir jetzt nochmal zu Nvidia kommen, wir sehen 2,2 Billionen Marktkapitalisierung. Seit dem Tief im Oktober hat man mal eben 1,3 Billionen hinzugewonnen. Das ist mehr als das BIP praktisch von allen Ländern bis auf 5 oder 6 vielleicht auf dieser Welt. Wir sind jetzt nur noch 18% von Apple entfernt, also Nvidia müsste nur noch 18% steigen, um Apple zu überholen, um dann die zweitwertvollste Firma der Welt zu werden. Seit dem 27. Oktober hat Nvidia durchschnittlich pro Tag 15 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung hinzugewonnen, kann man machen. Und das, wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass KI durchaus seine Probleme hat, dieser Mitarbeiter, ehemalige Mitarbeiter von Microsoft,
sagt, das wird so nicht weitergehen, hat jetzt eben auch die FTC informiert und gesagt, Leute, kümmert euch mal darum. Also das ist das Risiko, eins der Risiken, das bei KI ist. Was passiert, wenn da Dinge komplett schief laufen und dann Rechtsansprüche entstehen, Schadensansprüche, Urheberansprüche entstehen? Deswegen eben die Frage, ob, wie Eric Schmidt, der ehemalige Google-Chef, gesagt hat kürzlich, wirklich KI die Produktivität von Jüden von uns verbessern wird. Naja, wir haben gesehen, dass hier offenkundig auch Bilder eher pornografischen Inhalts dann mal gern displayed werden, auch wenn das gar nicht angefragt wurde vom User durch die KI. Also man kann sich vorstellen, dass vielleicht in der Pornoindustrie die Produktivität deutlich steigt, aber sonst bin ich mir nicht so sicher, meine Damen und Herren. Aber es gibt nicht nur Aktien wie Nvidia, die ein bisschen sportlich bewertet sind, sondern auch viele, die mit Tech gar nicht viel zu tun haben, wie zum Beispiel Costco. Das ist praktisch so die deutsche Metro, wo du praktisch nicht einkaufen kannst, wenn du nicht einen Gewerbeschein hast. Hier sehen wir, wie die Aktie nach oben gegangen ist. Und insgesamt gilt, Abercrombie & Fitch ist auch ein Beispiel, insgesamt gilt 44,9% der weltweiten Gesamtkapitalisierung, die in Aktien steckt, ist in US-Aktien. Wer den MSCI World kauft, der kauft praktisch zu 70% US-Aktien. Also diese totale Dominanz, diese totale Verklumpung sozusagen in den US-Märkten, die kann auch irgendwann richtig schief gehen, wenn zum Beispiel eben die Konjunktur wirklich mal schwächer werden sollte im ewigen Boomland der USA. Aber es gibt auch Dinge, die eben nicht so boomen in den USA. Das ist vor allem der Gewerbeimmobiliensektor und die Banken, die dann letztendlich davon betroffen sind. Wir sehen hier New York Community Bank, heute dann auf ein 28-Jahres-Tief gefallen, weil man Cash braucht, Cash Infusion needed, wie das Wall Street Journal berichtet. Daraufhin die Aktie abgestürzt, der KRE Regionalbanken ETF eben auch gleich mit runter. Also da haben wir es wieder aufblitzen sehen, diese Thematik mit den Banken. Jetzt endet ja das Fed Term, dieses BTFP, dieses Bank Term Funding Program wird am 11., also nächste Woche enden, wird nur noch diese Woche praktisch zur Verfügung stehen. Aber dafür haben wir auch Bitcoin und Gold. Bitcoin hat jetzt zwar heute kein neues Allzeithoch erreicht, nach den Kurstubulenzen gestern Allzeithoch über 69.000, dann abgestürzt auf 60, dann wieder erholt. Wir haben jetzt 37 Tage Zuflüsse in Folge im Bitcoin-ETF von BlackRock. Wir sehen auch, dass Altcoins im Schatten von Bitcoin durchstarten. Also das sind meistens eher zwielichtige Geschichten, die hier dann mit nach oben gezogen werden. Wenig zwielichtig ist dagegen Gold, das ein neues Allzeithoch erreicht hatte. Gestern ja nicht, aber heute hat man es dann geschafft. Booms ging nach oben. Und wenn wir jetzt mal den Sprung nach Good Old Germany machen, dann ist es genau ein Jahr her, meine Damen und Herren, dass der Scholzomat uns versprochen hat, das grüne Wirtschaftswunder. Hohe Investitionen in Klimaschutz wird Deutschland für einige Zeit Wachstumsraten bringen, wie in den 1950er und 60er Jahren, also das grüne Wirtschaftswunder. Die Realität ist eher Rezession und wenn überhaupt minimales Wachstum. IFO-Institut heute seine Wachstumsprognose von 0,7 auf 0,2% gesetzt. IFW, Institut für Wirtschaft, das sieht kaum Wachstum. Politik sorgt für Unsicherheit, sorgt man da in der Tat. Da ist eine gewisse Unsicherheit in der Wirtschaft zu spüren und es ist eher so ein heimliches Verlassen des Standortes Deutschland durch die Firmen. Das machen sie nicht mit großem Trara, sondern indem sie nicht mehr hier in Deutschland investieren, sondern in ihren ausländischen Sitzen da das Geld reinpumpen. Die LBBW ist hier sehr, sehr skeptisch für die weitere Entwicklung. Immerhin kleine Hoffnungsschimmer. Wir hatten heute ganz gute Exportdaten, die zulegen konnten. Aber das ist vielleicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Auch eine Folge der, naja, wie soll man sagen, ideologisch angegangenen Klima- oder Energiewende. Hier eine neue Studie von JP Morgan sagt, Deutschland würde, wenn es seine laufenden Atomkraftwerke gelassen hätte, am Netz gelassen hätte, 50% weniger Stromgenerierung aus fossilen Quellen machen müssen. Man hätte also sehr viel CO2 eingespart und man hätte auch sogar 84% weniger Stromproduktion machen müssen mit Gas, mit Erdgas, meistens ja Flüssiggas, über super schmutzig, katastrophal schlimmer.
schlimmer als Kohle. Die Holländer, unsere Nachbarn, die haben jetzt ja zwei Kernkraftwerke und werden zwei weitere bauen. So hat das Parlament jetzt beschlossen. Also die gehen den anderen Weg. Wir Deutschen gehen den Sonderweg. Der deutsche Sonderweg hat eine gewisse Tradition in der deutschen Geschichte. Und hier hat sich die EU ja überlegt, Mensch, die Deutschen sind da ja führend. Diesen Weg gehen wir mal mit und hat das Verbrenner aus ins Auge gefasst. Jetzt wird man das wahrscheinlich kippen, wie es aussieht, denn man wird jetzt diese völlig unsinnige und unrealistische Regelung, dass E-Autos null CO2 emittieren, vielleicht kippen. Und das würde bedeuten, dass hier diese ganze Geschichte nicht mehr so laufen kann. Vielleicht auch ein Riesenproblem für Tesla, das ja Zertifikate bekommt von Autoherstellern, die eben noch auch Verbrenner produzieren, faktisch subventioniert wird dadurch, weil man eben sagt, naja, Tesla, E-Fahrzeughersteller, verbraucht ja kein CO2. Das ist natürlich absolut Unsinn. Da wird sehr viel CO2 verbraucht bei Abbau von seltenen Erden und so weiter und so fort. Also bei der Herstellung vor allem von Batterien, bis das Auto mal dann letztendlich zusammengebaut ist. Aber der Dreck ist meistens bei den anderen, also nicht in Deutschland, sondern eben dann in Afrika oder wo auch immer, oder Südamerika, wo dann diese schmutzige Produktion letztendlich stattfinden muss. Abschließend zwei Hinweise, meine Damen und Herren. Marc Friedrich, der ja ein bekannter Bitcoinista ist, der sagt uns jetzt mal, wie es weitergeht mit dem Bitcoin. Fand ich sehr interessant, was er dazu sagen hat. Das ist gleich die erste Empfehlung, meine Damen und Herren. Und die zweite Empfehlung ist diese 37 Tage Zufluss in Folge für Bitcoin-ETFs. Also dieser massive Hype, wie lange wird das noch so weitergehen? Diese beiden Empfehlungen möchte ich Ihnen heute anheimgeben und sage jetzt erst einmal Servus, ciao.